Ja, Leute, die Jäger und die Hunde saufen jede Stunde. Merkt euch das. Als Urban Explorer sind wir ständig auf der Suche nach Orten aus einer vergangenen Zeit. Die von uns gezeigten Orte behandeln wir mit Respekt und betreten sie letztlich ohne Einsatz von Gewalt. So, Leute, nach ein paar Startschwierigkeiten hier durch Berg- und Talfahrten mit der Kupplung, die ein bisschen abgeraucht ist, haben wir es jetzt dennoch geschafft und sind hier oder sollen hier unmittelbar in der Nähe einer verlassenen Hütte im Wald sein und ja, wir sind auf jeden Fall gespannt, ne? Ja, definitiv mit dem Weg. Auf jeden Fall müssen wir jetzt hier noch ein paar Meter laufen. So schaut der Weg aus und seid mit dabei. Ja, Leute, jetzt sind wir hier schon gefühlt auf 200-300 Meter hochgelaufen. Ja, und der Weg zieht sich immer noch. Wollen wir hoffen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ja, Leute, was soll ich sagen? Ich glaube, das hat jeder von euch schon mal miterlebt, dass wenn man irgendwo in der Walachei ist und kaum oder nur schlechten Empfang hat, dann kann man sich auch mal verlaufen. Und naja, da, der blaue Punkt sind wir und zu dem roten Punkt hätten wir hingehen müssen. Ja, da sind wir unten ein bisschen falsch abgebogen. Ja, gehen wir wieder ein bisschen zurück und wir melden uns gleich wieder. Hoffentlich dann auf dem richtigen Weg. So, Leute, wir haben gerade was feststellen müssen. Gestern Nacht waren wir schon mal hier. Nur es war im Dunkeln halt alles noch so schwieriger. Und ich kann euch das mal zeigen. Wir sind da unten lang gelaufen. Da sieht das auch noch. Da unten sind wir lang gelaufen. Haben überall geguckt, hier hochgeleuchtet. Und jetzt guckt mal hier, was man jetzt sieht, wenn es hell ist. Unser Ziel. Da ist die Hütte. Ja, Leute. Alle guten Dinge sind zwei. Auf geht's. Ja, Leute, hier ist es doch schon sehr verwüstet hier unten, aber das eigentliche Highlight soll, denke ich, mal oben kommen. Gehen wir mal nach oben. Ja, Leute, die Jäger und die Hunde saufen jede Stunde. Merkt euch das. Freunde, der Ort ist echt Wahnsinn hier, also als ob die Zeit hier wortwörtlich stehen geblieben ist.
Alter, jetzt gucken wir da weiter mal in die andere Richtung. Der Boden ist hier schon derb am Knacken. Sieht gut aus. Hm. Die Lena hält sie noch ein bisschen zurück. Ja, gegen mich ist ja Lena ja eh ein fliegender Wicht. Ja Leute, nochmal zum Thema Sicherheit am Lost Place und warum mir der Boden knackt. Schaut mal. Da ist schon ein Loch im Boden. Leute, ich schiebe hier echt Paras mit dem Boden. Gehen wir mal weiter. Ich glaube, ich habe das Schlafzimmer gefunden. Ja Leute, schon echt der Wahnsinn. Hier hat man quasi noch dieses kleine Schlafzimmer. Und das alles im ländlichen, weltlichen Jägerstil. Ich weiß es nicht genau, wenn ihr besser wisst, aus welcher Zeit so diese Schränke, diese Optik kommt, schreibt es mir unten in die Kommentare. Ja, meine Freunde, das war es auch hier aus dem verlassenen Jäger-Waldhaus. Irgendwo im Gebirge, irgendwo mitten im Wald. Wie gesagt, das war schon eine kleine Abenteuerreise hier rauf. Aber ich denke, die Reise hat sich auf jeden Fall gelohnt. Oder was meinst du? Definitiv nach dem Suchen. Definitiv nach dem Suchen, ja, wohl betont. Nun ja, wenn dir das Ganze genauso spannend wird... Wenn ihr das Ganze genauso abenteuerlich und spannend fandet wie wir, dann gebt doch gerne einen Daumen hoch für das Video. Wenn noch nicht abonniert, gerne den Wenn ihr das Ganze genauso spannend und abenteuerlich fandet wie wir. Wenn ihr das Ganze genauso spannend und abenteuerlich fandet wie wir, gebt doch gerne den Daumen nach oben für das Video. Wenn noch nicht abonniert, gerne den Kanal abonnieren. Und ja, bis dahin, wir sehen uns in den nächsten Videos. Ciao, ciao.